Funktioniert nicht. Sie werden niemanden mehr verletzen. Tja, Mr. Temple. Wie es scheint, sind Sie jetzt nicht mehr von Nutzen. Ich lebe noch, Mr. Clark. Und dank dieses undankbaren Menschen wird mir die Konvergenz immer noch verweigert. Wasser, warten Sie. Hey, ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tot oder lebendig. Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen, die Sie verloren haben? Ich... Ja? Dann helfen Sie mir doch. Mr. Temple hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles, was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Wenn Sie es so ausdrücken, können Sie und Ihr Marker sich zum Teufel scheren. Jetzt wird die Shuttle. Oh, oh, ich hab keine Stasis mehr. Ein kommenden Jäger. Ich sag gleich was dazu. Oh, ich wollte ich mag mir ja gerne umschauen, aber ich glaube, das geht gerade nicht so. Das war Tempel. Das war die Freundin von. Das war die Freundin von Elizabeth Cross. So. Wie können wir ihn entkommen? So ist zu, okay. Schauen wir da mal um, währenddessen der sich da noch regeneriert. Oh, da ist er schon wieder. Bustprojektile, Bustprojektile und Medipack. Marker. Kann man auf den schießen? Nö. Geschlossen. Gut, also wir hätten es, glaube ich, mal alles gelootet. Oh, oh. War nicht. Ah, warte mal, da oben vielleicht. Kann man da irgendwo was abschießen? Bin noch am herausfinden. Da muss jetzt irgendwo so ge... Da. Na, auch nicht. Da muss jetzt irgendwo... gelbe Pusten geben, wo man abschießen kann, theoretisch. Aber wo ist das? Ah, da geht, da könnte das weitergehen zum Speisesaal. Was? Jane und Johnston, das sind unsere zwei Piloten. Oh. Habe ich kurz Zeit zum Reden. Ich habe jetzt
diese Zwischensequenz, die wir jetzt gerade gesehen haben, die habe ich jetzt fünfmal laden müssen, weil der immer verpackt war. Es fehlte entweder Jacob oder Mercer. Dieser Wichser übrigens. Der wo Temple getötet hat. Und das habe ich einfach mal, ich habe gegoogelt und habe auch noch gelesen, dass mehrere Leute das Problem hatten. Ja, wir sind den Jägern gekommen. Hä? Ziel aktualisiert irgendwas. Okay, das ist der Markt, glaube ich, das finde ich gerade extrem cool. Warte. Hä? Räume den Weg zum Shuttle frei. Das. Zerstöre die Ranken in den Standardquartieren. Genau, ich habe jetzt die Qualität einfach mal auf mittel runtergedreht. Und jetzt hat es auch funktioniert. Ich hoffe, ich komme bloß nicht auf mehr von solchen Bugs. War extrem weird. So, heute ist irgendwie wieder der Wurm drinnen. Und den Startquartieren keine Energie. So, also da war auf jeden Fall der zentrale Nexus, wo der Marker war. Leichnam. Das hat auch Nicole zu uns gesagt in der ersten oder in der Anfangssequenz. Okay, also auf jeden Fall fangen wir jetzt auch schon zum Halluzinieren an. Oh oh. Ja, für solange der da hinten ist, kann mir das auch noch egal sein. Aber ich könnte ihn theoretisch auch töten, dann hätten wir Ruhe. Komm mal du daher. Also der, dann ist der wenigstens weg. So, sonst gibt es hier glaube ich nichts mehr. Außer wieder eine Menge Leichen. Diese Stimmen. Da kann man nirgendwo drauf schießen, die leuchten nur so gelb. So, da geht's wieder runter. Sind wir in der Etage 1, wir waren immer noch in der Etage 3. Das werden wahrscheinlich die Standardquartiere sein, würde ich mal vermuten. Mhm. Shit, das ist doch alles noch so viel, was da gerade passiert. Holy shit. Oh, fuck, fuck. Müssen wir plündern. So, jetzt auf jeden Fall kommt der Ripper wieder auf die hier.
Und wir rüsten uns mit der Strahlenkanone aus, mit der wir die ganze Zeit herumschießen. Ripper lahm auch mal nach. So. Schussprojektile. Gerne gesehen. Was haben wir da jetzt eigentlich? Was sind das für Raum? Das ist immer noch der Speisesaal, okay. Reddit und ein kleines Medipack, das nehmen wir uns. Das nehmen wir auch gleich. Hä? Hey, sieht ihr ja, dass da was siehst. Wollte ich. Kann ich nicht mitnehmen. Das geht dann. Schade, okay. So, da hinten ist ein Shop. Oh, Rubinhalbleiter, das ist sehr nice. Noch ein paar Impulsprojektile. Gut. Gehen wir mal da rein. Ich glaube, den Anzug können wir uns immer noch nicht leisten. 60.000. Wir haben... Nö, geht sich nie im Leben aus. Wir haben zwar noch einen Rubin-Halbleiter, haben jetzt 30.000, aber es geht sich trotzdem nicht aus. Oh, wir haben noch ein kleines Minipack. Und da haben wir auch nichts zum Verkaufen. Nope. Da müssen wir noch sparen. Aber... das kleine Minipack nehme ich noch. Da haben wir noch eine Werkbank. Laserkanonen Upgrade Kram. Sehr nice. So, aber wir sind beim Ripper. Genau. Wir haben drei. Dann gehen wir darüber. Perfekt. So. Gut. Dann geht es hier zu einem Gang und dann Richtung Besatzungsquartiere. Schauen wir ganz kurz einmal. Erreiche den VIP-Shuttle, genau. Das ist jetzt mal auf. Mein Weg durch das Besatzungsdeck zum VIP-Hangar ist versperrt. Räume den Weg zum Shuttle frei. Mercer hat mit dem Mark experimentiert. Alle hier haben. Sie sind tot. Ich muss den Shuttle erreichen. Und zerstöre die Ranken in den Standardquartieren. Diese Ranken versperren mir den Weg durch das Besatzungsdeck. Sieht so aus, als könnte ich eine in den Standardquartieren zerstören. Mhm. Zu den Standardquartieren. Genau da müssen wir jetzt hin. Da bekommen wir noch einen Energieknoten. Und 100 Credits. Nicht viel, aber trotzdem. Okay, dann können wir speichern. Das machen wir gleich. Der Rekord der Mörser. Ich wollte das schon immer mal probieren jetzt. So. Ich lasse das einmal. Gut verschwört. Für den Aufstieg der Menschheit beschleunigen. Zögert nicht an der letzten Schwelle zur Transzendenz. Patient? Isaac Clark. Symptome? Manie. Wahn. Gewalttätigkeit. Was war der Auslöser, Mr. Clark? Der Koma? Schuld?
Irgendwas passiert dort, jetzt ist schon wieder sehr gefährlich hier alles. Holy shit. So. Da sind die da sind die Standardquartiere schon, okay. So, irgendwas passiert in den Raum gleich, das weiß ich ganz genau. Da kommen wir eh nicht. Doch, da kommen wir durch. Bevor wir aber da durchgehen, sehen wir uns kurz noch um. Wie schaut es da aus? Da ist zugewachsen, da ginge es auch zu den Standardquartieren. Okay. Sonst glaube ich, haben wir hier alles gelootet. Fast alles. Das ist einmal weg, damit ich einen besseren Zugriff auf das hier habe. Und pass auf, wir sind schlau jetzt. Vielleicht dahin. Speisesaal. Da geht's auch noch. Zum Speisesaal. Schauen wir kurz mal da lang. Okay, da ist. Da gibt es keine Energie auf jeden Fall. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch einen Energiekern finden. Oder vielleicht den von oben mitnehmen. Das würde vielleicht auch gehen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Nur jetzt kommen wir sowieso nicht drauf. Aber das merken wir uns. Nachdem ich jetzt gerade so die Schwierigkeiten gehabt habe, speichere ich jetzt vielleicht. Pass ich selber nochmal ab. Weil sonst gibt es ja doch keinen Energiekern. So. Warum ist das Teil? Gott sei Dank, ich wollte schon sagen. So, da gibt es einen. Da gibt es einen. Ah, so. Perfekt. Gut, dann schauen wir mal, ob sie das was bringt. Oh Gott. Okay, da passiert aber noch gar nichts, darum nehme ich das wieder mit. Das war jetzt dumm. Dann nehmen wir das wieder mit. Auch wenn ich da jetzt ein bisschen unter Zeitdruck stehe, schaue ich mich zuerst mal da um. Irgendwo höre ich da einen, oder? Okay, da gibt es Sauerstoff. Station. Ah, so einer ist das, okay.
nicht durch, gell? Jetzt bist du tot. Und ich hab fast kein... Ach, da ist nur einer. Fast kein Flammenwerfer ohne mehr. Also braucht man jetzt auch noch. Schau, das war's mit dem Flammenwerfer. Schade. Aber ich glaube, der ist auch tot. Sehr gut. Haben wir den Energieknoten gedroppt? Gut, dann gehen wir jetzt auch mal zurück und wir sehen uns hier jetzt noch mal um. Kann man das Gas vielleicht sogar irgendwie abdrehen? Ich wäre nämlich echt cool. Ja. Da sehe ich auf jeden Fall mal nichts mehr. Außer überall Leichen. Plasma-Energie, okay. Da ist ein Textblock. Zuerst Sauerstoff, dann Textblock. Danke, Doktor. Ich konnte es nicht machen. Ich hatte so viel Angst vor Blut. Ich sollte zurückgelassen werden. Der Arzt hat verstanden. Er brachte alles in Ordnung. Er sagte, es gäbe Gas, das mir helfen könnte. Er sorgte dafür, dass alle Schläuche angeschlossen waren. Er sagte, jetzt müssen wir nur noch atmen und die heiligen Kreaturen werden auch zu uns kommen. Schöne, tiefe Atemzüge. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Danke, Doktor. Danke für alles. Sauerstoff auffüllen. So, da waren die zwei Kollegen. Dann schauen wir mal da rein. Reddit. Ah! Sie hat jetzt schon die Ranke im Luxusquartier. Ich bin ja eigentlich doch noch fertig umschauen, Kollege. Geht's da lang? Toxische Gefahr beseitigt. Isaac, das ist gerade keine gute Idee zum herumschleichen. War's das hier bitte? Nehmen wir mal gleich das kleine Mediapack, was wir da gefunden haben. Holy shit. So. Okay. So. Wie war's, dass du nur da links unterwegs bist, oder? Toxische Gefahr registriert. Ich könnte nur fertig umschauen, da ist nur Lagerraum. Ah, den können wir sich noch anschauen. So. Ich hoffe, dass da der Hunter nicht kommt. Energiekanone und ein kleines Medefekt, das wir gleich nehmen. Reddits und Energieknoten. So. Haben wir noch
Munition von Flammenwerfer, die wir übrigens auch vielleicht hineinladen können. So. Und ich muss, weil ich es gerade sehe. Zack, zack. So, laden wir gleich mal nach beim Plasma-Cutter. So. Ah! Ah! Sehr cool, okay, okay, okay. Timer. Wir haben einen Timer gestellt auf eine Stunde, da muss ich einen Cut setzen. Das machen wir dann gleich. So. Toxische Gefahr beseitigt. Wo geht's denn jetzt so die Luxungs. Ah, wir müssen sowieso darauf, okay. Na ja, gut, dann machen wir das. Und weiße Saal wieder. Es wäre übrigens ein Speicherpunkt, das ist ganz cool. Den bräuchte ich nämlich. So, wo sind wir jetzt? Auf jeden Fall noch in Etage 2. Ah, jetzt sind wir. War das hier, wo der Nexus war? Alter. Du kannst wieder rauskommen, wenn du willst. Ah, okay, das war wirklich der Speisesaal, wo wir schon waren, okay. Ich glaube, da unten wäre noch Speicherstation gewesen. Komme ich gerade drauf. Zentraler Nexus. Ah, wir könnten jetzt auch wieder zurück. Und jetzt kommen wir darauf, alles klar. Gut. Aber da hinten kommen wir immer noch nicht durch, da ist noch alles verschlossen, ja. Gehen wir mal darauf, oder fahren wir mal darauf. So, da geht's zu den Luxusquartiere. Ah, und jetzt sind wir auch in der Etage 3. Sehr cool. So. Da ist ein Shop und da ist der Speicherpunkt. Die Credits nehmen wir noch mit. Ah, da geht's eh noch nicht weiter. Alles klar. Gut, so, speichere ich jetzt schnell ab und dann, wie gesagt, muss ich einen Cut noch versetzen, weil meine Wäsche sollte fertig sein. Da bin ich noch. So. Und außerdem muss ich jetzt schauen, wie lange ich wirklich jetzt noch effektiv aufnehmen muss. Ja, okay. Wir sehen uns auf jeden Fall was halt entweder gleich wieder oder bei der nächsten Folge oder vielleicht sogar bei der nächsten Aufnahmesession. Das muss ich jetzt noch testen. Ja. Die Musik, die macht mich wieder wahnsinnig. Okay, also wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Tschüss.